Und willkommen zu Let's Play Undertale, Part 6 von Undertale 614. Jo, hier ist ein Haufen Schneespitz. Und aber einer mit Gold. Gehört nicht dazu. Da. Oh, wie süß. Hallo, Hundchen. Hallo, kleines, süßes, großes Hundchen. Hi. Das ist der höhere Hund. Streicheln? Höhere Hund ist zu weit weg zum Streicheln. Oh, du schreist in die Luft. Oh, was? Oh Gott. Es riecht nach frisch gepresstem Welpensaft. Was? Du rufst nach dem höheren Hund. Er springt auf dich zu und schlabbert dein Gesicht ab. Ach, komm schon. Nein, fuck, da muss er sich ja nicht bewegen. Oh Gott, blaues Stoppschild. Hab was vergessen. Nein. Höhere Hund sucht Zuneigung. Ja, okay. Hier, streicheln. Höhere Hund lädt sich auf deinen Schoß. Als du ihn weiter streichelst. Er fühlt sich so wohl, der Sein schläft. Oh. Dann wacht er auf. Er ist so aufgeregt. Oh Gott. Ah! Nein! Höhere Hund wühlt mit seinen Pfoten im Schnee. Weiter streicheln? Die Erfrierung des höheren Hundes erzeugt ein Kraftfeld, das Streicheln verhindert. What? Nein. Oh, boah. Höre und ihr habt Pfoten im Schnee. Was soll ich denn da machen? Spielen? Du baust einen Schneeball und wirfst ihn dem Hund zu. Der Schneeball schlägt am Boden auf. Höre und nimmt allen Schnee aus der Umgebung und bringt ihn dir. Jetzt ist der Hund müde. Hier liegt sein Kopf in deinen Schoß. Na, komm schon. Ah, puh. Okay, Höre und möchte ein paar Streicheln halten. Okay, streicheln. Als du den Hund streichelst, liegt das ganze Gewicht auf dich. Du wirst langsamer. Aber du hast noch immer nicht genug gestreichelt. Oh, nein! Nein, 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 nein! Oh, komm schon! Oh. Mano, unser Schicksal liegt in deinen Händen. Ja, da habt ihr alle verkackt. Nein, jetzt bleib entschlossen. Na gut, dann nochmal. Ich will wieder Gold haben. Oh, nee, nicht... Oh, nicht das alles schon wieder. Okay. Einmal hier. Und hier. Und hier. Und da und da. Und ich hab verkackt. Oder nee, hab ich nicht. Moment. Nein, mal kurz verwirrt. Okay, dann war hart. Okay, so war's. Bam! Okay, naja, Versuch. Ich will mal wieder Gold haben. Gut. Okay, ja, Schneespitz. Kann man einfach Schneehaufen sagen? Das war doch im Englischen Schneehaufen, soweit ich weiß. Ja, es ist wirklich ein Schneespitz. Und das auch. Oh mein Gott, ein Schneespitz. Nee, das war's Geld, verdammt. Hi, bin wieder da. Na, wie geht's, Honey? Du bist trotzdem noch süß. Oh. Das ist der süßste Gegner aller Zeiten, ernsthaft. Okay. Das ist der höhere Hund. Okay, komm her! Na komm, Honey! Du rufst nach dem höheren Hund. Ich springe auf dich zu und schlabber dein Gesicht ab. Oh nein, 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 nein. Nicht nochmal. Oh Gott. Die Dinger machen Schaden. Dass ein Wurf so viel Schaden macht. Okay, streicheln. Liegt auf meinem Schoß. Oh. Er fühlt sich so wohl, dass er einschläft. Dann wacht er auf. Er ist aufgeregt. Oh, blablabla. Alter, ey, 5 Schaden. Oh. Okay, dann spielen wir jetzt. Schneeball. Aha, kann ich ihm nicht ins Gesicht werfen. Nein, dafür ist er zu süß. Jetzt ist er unten müde. Okay. Oh, nicht da. Nein. Oh, puh. Ich dachte, es wird mich erwischen. Okay, hier. Ja, bist ein braver Hund. Du hast mich zwar getötet, aber bist ein braver Hund. Aber du hast doch immer nicht genug gestreichelt. Shit. Mann! Streichelkapazität beträgt 40%. Okay, das Streichel ist heftiger. Streichelkapazität erreicht 100%. Du legst dich mit hochgelegten Pfoten auf den Boden. Nein, 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 nein. Oh Gott. Höher holen ist glücklich. Okay. Fast schon. Siegreich. Yes. Oh, wie süß. Oh. Ja, ein bisschen verkehrt rum, Hund. Aber sag's keinem. Sollte wieder speichern, glaube ich. Oh, das passt. Oh, das geht aber schön tief runter. Hi! Wieder da! Mensch! Es ist die letzte und gefährlichste Herausforderung! Sieh her! Der Spießrutenlauf des Schreckens!
mit Hund. Wenn ich das Wort gebe, wird aktiviert werden. Kanonenfeuer, Stacheln, Schwerter. Jeder Teil wird hoch und runter schwingen. Die Gewinnchancen werden winzig sein. Bist du bereit? Denn ich werde gleich anfangen. Ja, dann mach's doch. Na, was hält dich zurück? Was mich zurückhält? Ich werde es jetzt aktivieren. Ich stehe immer noch. Das sieht mir nicht besonders aktiviert aus. Naja, diese Herausforderung. Es scheint, vielleicht macht das unseren Sieg zu schnell. Genau, wir sollten es nicht nutzen. Ich bin ein Skelett mit Standards. Meine Rätsel müssen fair bleiben. Und meine Fallen sind mit Expertise erstellt. Aber diese Methode ist so direkt. Das hat keinen Stil. Hinfort damit. Hui. Puh. Was schaust du mich so an? Es war ein bedeutender Sieg für Papyrus. Nye! Hä? Hä? Okay, was auch immer du sagst. Hi. Ich weiß nicht, was mein Bruder jetzt machen wird. Wenn ich du wäre, würde ich sicherstellen, blaue Angriffe zu verstehen. Tja, ach komm, da habe ich nur einmal gefailt, okay? Willkommen in Snowden! Ah. Oh. Willkommen in der Stadt Snowden. Okay. Oh Gott, speichern. Der Blick einer so netten Stadt erfüllt dich mit Entschlossenheit. Speichern! Habe ich schon was in die Box getan? Ja, hab ich. Oh, Handschuhe und Spielzeugmesser. Oh, brauche ich beides nicht. Hier brauche ich noch keine Waffen. Hi! Hallo, Reisender! Wie kann ich helfen? Verkaufen kann man hier überall nichts, sollte ich jetzt schon mal sagen. Ja, ich will plaudern. Hi! Hi! Willkommen in Snowden! Ich kann mich nicht erinnern, wann ich hier zuletzt ein neues Gesicht sah. Woher kommst du? Aus der Hauptstadt? Ein bisschen weiter weg. Du siehst mir nicht nach einem Touristen aus. Bist du alleine hier? Was gibt es hier? Du willst wissen, was man hier in Snowden unternehmen kann? Bei Gwilbys gibt es Essen und die Bibliothek hat jede Menge Informationen. Wenn du müde bist, kannst du dich im Innen ausruhen. Es ist gleich nebenan. Meine Schwester leitet es. Und wenn dir langweilig ist, ersetz dich draußen und beobachte diese schrulligen Skelette. Davon gibt es zwei. Ich denke, es sind Brüder. Die sind hier eines Tages angeblich aufgetaucht. Seitdem ist die Stadt ein gutes Stück interessanter geworden. Okay, was kannst du mir über die Stadt erzählen? Denke zurück an den Geschichtsunterricht. Vor langer Zeit lebten Monster in den Waldruinen. Um es kurz zu fassen, wir haben die Ruinen verlassen und sind zum Höhlenende gewandert. Irgendwann haben ein paar flauschige Gesellen die Kälte gemocht und sich in Snowden niedergelassen. Auch versuche am besten nicht, die Ruinen zu erforschen. Die Tür ist seit Ewigkeiten verschlossen. Solange du kein Geist bist, oder dich hinter die Tür gräbst, kannst du es vergessen. Tori, hast du irgendwie geschafft, da rauszugehen, oder? Ich meine, sie kam ja wieder mit, Lebensmitteln, oder? Was irgendwie hat sie es gemacht. Na egal. Dein Leben! Das Leben ist wie immer. Ein wenig beengt. Aber wir alle wissen tief im Inneren, dass die Freiheit eines Tages kommt. Nicht wahr? Solange wir Hoffnung haben, können wir Tag für Tag jede Schwierigkeit bewältigen. So ist das Leben, nicht wahr? Jo. Okay, ich habe 6 von 8. Ich könnte noch... Handschuh? Verprügel sie, oh Gott. Aufgemalte Muskeln. Stirnband. Dualis, Zemtase. Ich glaube, ich kaufe das Stirnband. Ja. Okay. Gehen. Bye! Das, was ich jetzt habe, ist, glaube ich, einfach nur ein, was trage ich jetzt eigentlich? Oh, ein Verband, okay. Gut, Stirnband. Stirnband, Rüstung, Defense 7. Wurde aufgetragen, Muskeln wurden aufgemalt. Auch ein Stirnband. Okay. Dann nehme ich das mal, ne? Stirnband ausgerüstet. War das jetzt höher? Ich hätte gucken sollen, glaube ich. Das ist jetzt Stirnband 7. Was war der Verband? Verband, Halt 10, dafür wurde schon mehrfach eingesetzt. Dann setze ich mal wieder im Kampf ein, ne? Ja. Okay. Gehen wir mal ins Inn. Oh, hallo. Mama sagt, dass Schlaf deine HP über das Maximum erhöhen kann. Was sind maximale HP? Willkommen im Snowden Inn. Snowden's Premium Hotel. Eine Nacht kostet 80 Gold. Okay. Hier ist dein Zimmerschlüssel. Packe dich warm ein. Okay. Ja gut, wir brauchen schon Schlaf. Oh mein Gott. Okay. Ich bin raus. Hey du, sieht aus, als hättest du gut geschlafen. Ja.
Das ist unglaublich, denn du warst oben etwa 2 Minuten. Ich nehme dein Geld zurück. Du kannst nicht bezahlen, wenn du über Nacht bleibst. Ich hoffe, man konnte das hören. Die waren am Schnarchen wie sonst was. So, das ist eine Abkürzung. Aber ich laufe lieber durch. Möchtest du nicht zur anderen Seite der Stadt laufen? Probiere die Unterschneetunnel. Wir stehen immer offen. Oh, das ist ja nice. Aber ich laufe doch lieber. Kann ich mit allen Läden, genau, labern. Diese Frau da drüben. Etwas in ihr verstört mich. Hi. Ist mein kleiner Zimt ständig total süß? Bambas sind so putzig. Bam, 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 bam. Da. Ein paar gemeine Kinder haben ein Monster gestört, in dem sie seine Hörner spücken. Ha, ja, die habe ich noch gesehen. Also gab mir die Monster Geschenke, damit es sich besser fühlt. Jetzt ist es eine Tradition, Geschenke unter den Baum zu legen. Hoffentlich unter dem Baum, nicht unter sein Geweih. Hi. Yo, du bist auch ein Kind, nicht wahr? Dein geschreiftes T-Shirt verrät dich. Oh mein Gott. Ein sorgfältig dekorierter Baum. Einige dieser Geschenke kommen von Santa und sind an diverse Personen adressiert. Oh. Die Stadt hat keinen Bürgermeister. Aber wenn es ein Problem gibt, erzählt ein Skelett einer Fischfrau davon. Das ist Politik! Macht für mich so viel Sinn wie Politik, also passt. Egal, wo ich nicht gehe, immer dasselbe Menü, immer dieselben Leute. Hilfe, ich möchte neue Drinks und heiße Kerle. Yeah. Hm, ist menschliches Essen nicht anders als unser Essen? Es macht so komische Sachen, wie zum Beispiel Verderben. Wenn du es isst, geht es durch deinen ganzen Körper. Widerlich. Ich würde lieben gerne etwas probieren. Ja, okay. Wir sind Wachleute, aber wir werden kaum respektiert. Ich wünschte, die Skelette würden uns einen Knochen zuwerfen. Wir lieben Knochen. Und er hat mich getötet. Du passt besser auf, wo du dich hinsetzt, Kind. Dieser große Typ wird dir auf den Schoß springen und viel Liebe und Zuneigung geben. Oh. Ich dachte mir, ich könnte einen Stachelband zulegen, um meine Persönlichkeit zu zeigen. Es sah so etwas aus wie, nimm mich an die Leine und geh bitte mit mir Kassi. Ja, sicher. Oh. Hi. Er spielt Poker gegen sich selbst. Er scheint zu verlieren. Das würde mir auch passieren, glaube ich. Ich habe heute schon ein paar Sprüche für die Frauen bereitgelegt. Jemand erzählte mir, dass noch viele Fische gegangen werden können. Naja, das habe ich mir zur Brust genommen. Ich werde wirklich mit einem Fisch ausgehen. Diese Hunde sind Teil der Königsgarde. Eine Elitegruppe, die von anderen angeführt wird. Sie ist unfreundlich, blaut und lädt sich mit jedem an, der ihr im Weg steht. Kein Wunder, dass alle Kinder wie sie sein wollen, wenn sie größer werden. Ah, oh, wir werden so sterben da. Ah, ja, das wollte ich auch sagen. Gravy meint, dass er dir ein Glas Wasser geben würde. Aber rührt das Zeug nicht an. Die Aufstellung wird immer voller. Also ziehen mehr Leute hierher. Hm, ich möchte nicht die regionale Kultur schwinden sehen. Aber ich würde so gerne sehen, wie diese Großstadthelden Fuß fassen wollen. Die Jukebox ist kaputt. Och, Mano. Okay. Oh, hi! Alle lachen die ganze Zeit und reißen Witze, um die aktuellen Krisen zu vergessen. Tristheit, Engstände, zu wenig Sonnenlicht. Ist hier überhaupt Sonnenlicht? Ich will dem beitreten, aber ich bin einfach nicht besonders witzig. Wir wissen alle, dass es im Untergrund Probleme gibt. Aber will ich ihn dennoch? Warum? Wir können eh nichts ändern. Also warum sollte man so griesgrämig sein? Tolle Einstellung. Bibliothek! Okay, gehen wir in die Bibliothek. Willkommen in der Bibliothek. Ja, wir wissen Bescheid. Das Schild ist falsch. Ach, ist doch schön. Dieser Blick. Du bist jemand, der Probleme mit Kreuzfahrrätseln hat, nicht wahr? Nein. Ich liebe es, an der Zeitung zu arbeiten. Es gibt so wenig zu melden, dass wir alles mit Comics und Spielen füllen. Also die will ich lesen. Als ich jünger war, gab mir meine Lehrer Wort suchen, wenn ihnen die Aufgaben ausgingen. Ich dachte, das wäre Zeitverschwendung. Aber sieh mich jetzt an. Ich bin die Nummer 1 im Erstellen von Wort suchen. Schön. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Der Bericht eines Schülers über Monsterbeerdigung. Monsterbeerdigungen sind einfach gesagt super cool. Wenn Monster alt werden und sterben, werden sie zu Staub. An Beerdigung nehmen wir den Staub und streuen ihn über das Pflegungsobjekt der Person, damit ihre Essenz darin weiterleben kann. Ist das Minimum schon erreicht? Ich will nicht mehr schreiben. Sehr professionell. Monster bestehen größtenteils aus Magie, während Menschen fast nur aus Wasser bestehen. Die physische Form von Menschen ist wesentlich stärker als unsere. Aber sie werden niemals die Freude verspüren, sich mit Magie auszudrücken. Sie werden niemals eine Geschoss-Musterkarte erhalten. Was auch immer das ist. Hier bin ich und schreibe dieses Buch. Eine Person kommt und nimmt das Buch. Sie fängt an, es zu lesen.
Oh, entschuldige. Ich schreibe noch daran. Wow. Wenn Monster aus Magie bestehen, ist ihre Seele auf den Körper abgestimmt. Wenn ein Monster nicht kämpfen möchte, ist seine Verteidigung geschwächt. Und je bösartiger die Intention des Gegners sind, desto mehr Schaden nehmen wir. Eine mächtige Seele mit dem Verlangen zu töten würde also... beenden wir das Kapitel hier. Ja, Monstergeschichte Teil 4. Ohne länger Angst vor den Menschen zu haben, verließen wir die alte Stadt zu Hause. Wir überstanden heißes Kälte, kochende Hitze. Bis wir unsere neue Hauptstadt erreichten. Mit dem Namen Neues Zuhause. Wow, einfallsreich. Wie immer hat es unser König nicht so mit den Namen. Liebe, Hoffnung, Mitgefühl. Daraus sind Monster Seelen gemacht. Aber die Urnatur von Seelen ist unbekannt. Die Menschen haben bewiesen, dass ihre Seelen diese Dinge nicht brauchen. Oh, nett. Also, das war Let's Play Undertale Part 6. Danke fürs Angucken. Miep, miep.